Wenn Menschen Regeln brechen, können sie dafür bestraft werden. Zum Beispiel mit einer Geldstrafe oder müssen schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis. Voraussetzung: Es muss ein Gesetz geben, gegen das die Täterin verstoßen hat. Denn ein Grundsatz der Rechtsprechung lautet: keine Strafe ohne Gesetz. Sinn einer Strafe ist Gerechtigkeit. Wer gegen ein Gesetz verstößt, muss bestraft werden. Darüber sind sich die meisten einig. Doch wie sieht eine gerechte Strafe aus? Auge um Auge, also Vergeltung, oder so strafen, dass künftige Straftaten verhindert werden. Deshalb muss eine Richterin zwischen folgenden Strafzwecken abwägen. Erstens die Vergeltung. Dabei geht es um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Die Idee dabei: Die TäterInnen haben die Rechtsordnung verletzt. Strafe fügt auch den TäterInnen einen Schaden zu und stellt so das Gleichgewicht wieder her. Zweitens die Strafe als Schutz der sonstigen Bevölkerung vor der TäterIn. Drittens die Generalprävention. Mögliche TäterInnen sollen abgeschreckt werden. Die Generalprävention richtet sich also wie eine Warnung an alle BürgerInnen. Der positive Aspekt: Auch das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit, das durch einen Gesetzesverstoß gestört wurde, wird wiederhergestellt. Viertens die Spezialprävention. TäterInnen sollen abgeschreckt werden, erneut gegen Gesetze zu verstoßen. Sie sollen zum Besseren verändert und resozialisiert werden, also in die Gesellschaft wieder eingegliedert. Die Resozialisierung von StraftäterInnen ist das wichtigste Ziel des heutigen Strafvollzuges. Bei der Urteilsfindung versucht das Gericht, diese verschiedenen Strafzwecke gegeneinander abzuwägen. Im deutschen Strafrecht bezeichnet man das als Vereinigungstheorie.